Hallo und herzlich willkommen auf ESL TV. Ihr habt mal wieder richtig eingeschaltet zur richtigen Uhrzeit am richtigen Tag. Dienstag 19 Uhr. Und wir haben noch einmal den Heiko Polacek eingeladen hier ins Studio. Natürlich zusammen mit der Höllenmaschine 3. Und werden das gleich einmal nochmal komplett vorführen. Was ist denn da jetzt eigentlich drin genau in der Höllenmaschine 3? In der Höllenmaschine 3 haben wir verbaut einmal eine komplett neuartige Peltier-Kühlung für die Prozessoren der Firma Coolit. Dann haben wir ein Intel Skulltrail Mainboard mitverbaut. Dann sind zwei Prozessoren, die QX9775er mit drauf. Ja, wahnsinnig schnell. Dann haben wir vier SAS-Festplatten der Marke Seagate noch mitverbaut, jeweils 15.000 Umdrehungen. Dann noch vier Festplatten, SATA-2-Festplatten, ebenfalls der Marke Seagate, mit jeweils einem Terabyte, sodass wir bei der Höllenmaschine 3 alleine eine Speicherkapazität von 5,2 Terabyte kommen. Dann haben wir noch mitverbauten 2000 Watt Netzteil von Thermaltake. Auch das ist ein Prototyp. Dann haben wir noch mit drin die zwei Grafikkarten. Die dein ganzer Stolz hat. Ich glaube, heute... Ja, immer noch. Ich komme immer wieder ins Stottern. Heute ist der offizielle Release-Termin, oder? Der Grafikkarten eigentlich, oder? Heute ist der 18. Ja, müsste heute sein, ja. Also der offizielle Release-Termin von Nvidia selber. Und wir haben sie halt vor der CeBIT schon bekommen. Die 9800 GX2. RAM habt ihr natürlich auch noch drin, auch was Besonderes, muss man sagen. Genau, ich habe, beziehungsweise wir haben noch 8 GB Arbeitsspeicher bekommen von der Firma Samsung, das FB-DIMM. Und diese 8 GB Arbeitsspeicher sind sehr ausfallsicher und kosten alleine schon 1.000 Euro. Also der ISO 30 Zoll Monitor ist natürlich mit dabei, dazu setze ich noch die Maus. Und das Mousepad bzw. Tastatur auch noch mit dazu. Und dieses Gesamtpaket, was wir jetzt da insgesamt sehen, was wir direkt vor mir haben, was ich einfach so vielleicht, wenn ich kräftig genug wäre, unter meine Schulter oder unter meine Arme klemmen könnte und rausnehmen dürfte, hat einen Gesamtwert von insgesamt wie viel? 30.000 Euro. Ja. Gut. Kann man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ist das denn, was da jetzt drin ist, wäre noch mehr gegangen, theoretisch? Also hättet ihr auch mehr als 30.000 Euro ausgeben können? Man hätte, klar, theoretisch kann man mehr ausgeben. Alleine durch die SAS-Festplatten, wenn man sieht, mit dem Controller, der mit verbaut ist, wo man schon irgendwo zwischen 3.000 und 3.500 Euro liegt, alleine für die vier Festplatten mit einem Controller, hat man natürlich die Möglichkeit, mehr Geld auszugeben. Das heißt, man nimmt anstatt vier SAS, acht SAS-Festplatten. Aber irgendwann hört es halt wirklich auf, Sinn zu ergeben. Okay. Bei 5,2 Terabyte kann sich der eine oder andere auch schon fragen, ob das wie viel Sinn es macht. Also es ist ein Prototyp der PC-Welt oder in Zusammenarbeit mit der PC-Welt. Richtig. Was ist der Hintergrund? Wieso baut man sowas zusammen? Ja, um einmal der Nachwelt zu zeigen, was man mit Hardware alles machen kann. Mit der teuersten Hardware, mit der neuesten Hardware und mit der besten Hardware. Und der Hintergrund dann danach ist, dass die ganzen Klamotten dann halt auch noch verlost werden. Ja, alles klar. Nun bist du ja, oder viele denken sich jetzt, ja, was macht der Heiko jetzt den ganzen Tag? Oder beziehungsweise, wofür arbeitet er jetzt eigentlich? Du arbeitest jetzt in diesem Fall nicht für die PC-Welt, sondern du bist eine Firma, mit der die PC-Welt kooperiert. Richtig, genau. Und es ist dann so, dass wir von diesen großen Prototypen, zum Beispiel wie die Höllenmaschine 3, als auch damals von der Höllenmaschine 2, dann kleinere Brüder herstellen, die sich mit dem großen Bruder identifizieren können. Wir haben jetzt insgesamt 9 Mitarbeiter bei uns in der Firma und an diesem Projekt haben jetzt effektiv 4 Leute dran teilgenommen, aber zu diesem internen Team gehört natürlich auch außerhalb sehr viel dazu. Ja, richtig. Und die Frage ist natürlich, was gehört alles mit dazu? Unter anderem wart ihr zusammen, diese 4 Personen, musstet ihr natürlich die Hardware besorgen. Irgendjemand musste sich ausdenken, wie genau, was genau da rein soll, wie das zusammengehört und natürlich, wie es am Ende aussehen soll, das heißt also das Design und so weiter. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Wir haben dafür ungefähr 2 Monate gebraucht. Okay, designtechnisch bin ich dafür verantwortlich, hardware-technisch der Simon Grunden und halt die anderen Leute, die dann noch überall mit hinzukommen. Telefontechnisch hängen wir alle sehr viel dran, um die ganzen Sachen dann auch wirklich zu organisieren. Die PC-Welt natürlich nicht vergessen in der ganzen Geschichte, die unheimlich viel Einfluss auf solche Geschichten hat, wenn man sich alleine die Hardware darin anschaut, die natürlich schon einiges wert ist. Ja, also dauert das Projekt insgesamt wie lange? 2 Monate. 2 Monate insgesamt. Ist ja schon mal eine stolze Zeit auf jeden Fall. Hardwarebesorgung, alles zusammenzubauen und so, da braucht man sicherlich 2 Monate. Um zu vergleichen, wie schnell wir denn, oder wie schnell unsere PCs sind im Vergleich zu der Höllenmaschine 3, wollten wir uns das einfach mal anschauen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht komplett irre, haben wir sogar die Möglichkeit, einmal das Ganze im Splitscreen zu sehen.
Das schauen wir uns dann gleich auch nochmal an. Also ihr habt jetzt direkt vor euch natürlich die Höllenmaschine 3 auf der linken Seite, Quad oder Core 2 Quad 6600 und 2 GB RAM auf der rechten Seite. Das sind unsere Fujitsu Siemens Computers PCs, die wir jetzt auch einfach mal geöffnet haben. Und ich würde sagen, wir starten das jetzt einfach mal. Vielleicht als Beschreibung zu dem Bench 10, was macht es genau? Es rendert ein Bild, also es wird ein Bild sozusagen geladen. Genau, und dann gehen alle CPU-Kerne auf 100% Auslastung. Dazu nochmal vielleicht ganz interessant zu sagen, wir wissen noch nicht genau, wie viel Power die Höllenmaschine 3 braucht. Wir gehen zwischen 900 und 1100 Watt aus. Das sind, also diese Werte haben wir einfach der Höllenmaschine 2 einfach mal entnommen. Und da muss man natürlich sehen, also ich gehe mal davon aus, dass man jetzt wirklich sieht, wie sich 1100 Watt Spitzenleistung verhalten. Ja, dann gucken wir jetzt einfach mal, wir rendern jetzt einfach mal und ich würde sagen Go. Da klickst drauf, wir haben auch da drüben drauf geklickt. Und jetzt können wir einmal ganz kurz verfolgen. Natürlich die erste spannende Frage, welcher CPU-Kern? Ja, das war jetzt in diesem Falle der 6. Ja, das war CPU-Kern 6. Und jetzt kann man halt sehr schön sehen, wie die ganzen Rendering-Prozesse vonstatten gehen. Und das ist natürlich Höchstleistung jetzt momentan. Alle CPUs schnellen auf 100% an. Ja, man sieht auch, wie langsam jetzt in diesem Falle unsere PCs sind. Ich glaube, man hat gerade ganz kurz das Licht hier flackern sehen. Also werden wir sehr wahrscheinlich auf 1100 Watt kommen. Und hier ist natürlich auch ganz schön, sobald eine CPU fertig ist mit dem Rendering, greift dann die nächste mit ein. Ja. Und die Höllenmaschine 3 ist fertig. Schauen wir einfach mal, wie viele Sekunden es gebraucht hat. 30 Sekunden. Ja. Der nackte Wahnsinn. Heiko, ich bedanke mich recht herzlich bei dir und natürlich bei deinem Arbeitskollegen, dem Simon, der ist ja auch immer hier dabei gewesen, auch auf der CeBIT schon. Ja. Dankeschön auf jeden Fall an euch. Dankeschön. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr hoffentlich auf der CeBIT wieder, dann vielleicht in der Höllenmaschine 4. Und ja, ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, einmal mehr natürlich dein Baby hier vorstellen zu dürfen. Dankeschön. Ich glaube, es ist ja auch ein bisschen schön für dich. Ich meine, bald musst du es ja abgeben. Definitiv. Dankeschön. So, das war's jetzt erstmal mit der Höllenmaschine 3. Wie gesagt, ihr könnt sie gewinnen, pcwelt.de und natürlich eines von Instagram 3, ein Jahresabos der PC Welt, alle Informationen dazu natürlich auf tv.esl.eu.